Wenn du irgendwas in die Luft hast, lag ich dich in die Luft. Achtung, Achtung. Ich suche jetzt erstmal meine. Ne, das ist ein Granatenhaftbomb, Annäherungsmine, Pistole. Bitte alle wickeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, da stand ein Auto im Weg. Das war unfair. Ja, nee, klar. So, jetzt aber. Oh nein. Wollen wir ihn anschieben? Nein, hör auf, oh hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Das war zu viel für ihn, er musste sich aus dem Auto werfen. Oh shit, Mann. Hast du mir blown? Ich hab keine Ahnung. Willst du dir auch gerade eine Zigarette anzünden? Du hast ja, ich brauch ein bisschen. Du brauchst drei Züge. Snacks einkaufen gehen gleich. Ja, das ist eine total gute Idee. Ich hab noch 10 Kippen. Ich muss ganz dringend Munition kaufen, Mann. Ah, du brauchst auch Munition. Einscheiß, los. Schöner Autowagen. Ich muss jetzt erstmal nonstop Pop hören, weil da laufen Backstreet Boys, okay? Oh, das ist schön. Ich hab vorhin Backstreet Boys gehört, nachdem ich aufgestanden bin. Das ist total romantisch, weil ich gerade im Flugzeug zu Backstreet Boys fliege. Ja. Ey, mein Charakter hat gerade mal mehr als 2 Züge von einer Zigarette genommen. Ups! Und ich verstehe das nicht. Wir sind nicht einmal gestorben, möchte ich anmerken, okay? Respekt. Könnten wir es dabei belassen? Mal gucken. Schon gelandet? Oh, das stand gerade. Nein, das dauert eine Weile, bis ich da bin. Also. Ich brauche mein Motorrad. Ach nein, wir wollen jetzt Snacks kaufen. Können wir jetzt Snacks kaufen? Wird man von dem Pisswasser eigentlich betrunken? Ja. Sweet! Komm zurück, komm zurück! Hä, er hört einfach nicht auf zu rauchen. Warum hört mein Charakter nicht mehr auf zu rauchen? Wir können nochmal in die Motorräder abholen. Weil es eh glatt, wir kommen eh wieder an der Wohnung raus. Warum zur Hölle? Oh mein Gott. Ich mach voll Distanz hier. Das hat mich gerade so sehr schockiert, dass ich gleich mal niesen musste. Ich lache so sehr, wenn ich jetzt crashe. Bitte tu's nicht, bitte tu's nicht, bitte tu's. Ich sollte es nicht, also es sollte nicht passieren, aber Oh Mann, da wollte ich drauf. Ja, Fliegen ist ziemlich riskant. Ja. Boah, da kam ich wie Bus. So, ich fliege auf den Flughafen. Wir gehen in den Landeflug. Oh Gott. Alter, ist das schön. Wow. Sorry, ich bin gerade fast gegen ein Auto. Ich zieh jetzt auf dich, gebumst. Ja. Achtung, Achtung, Landeanflug, jeden Moment. Jeden Moment, Landeanflug, jeden Moment, wir sind kurz davor. Ich bin gerade fast gestorben. Schon sehen. Ich ertrage die Spannung nicht. Und ich bin fast gestorben. Oh Gott, das Flugzeug hat Turbulenzen. Oh nein. Wir fahren das Flugwerk aus. Das Flugwerk ist tot. Das klingt irgendwie nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Woo. Respekt. Ah, hör auf zu fahren. Ah, so, Alter. Los geht's. Jetzt weiß ich, wie dein Orgasmus klingt. Panikschreie. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist Trevor zu Hause? Geh mal anklopfen. Trevor! Muss ich den ganzen Kram nur noch ins Devin Weston Zentrum Dingsbums fahren? Das dauert nochmal ein, zwei Minuten und dann. Warte auf mich. Also ja, ich fahr nur im Kreis. Was ein paar Donuts. Mein Herz klopft so sehr, ne? Ich dachte, das ist übel, ne? Ich hasse es, auf fliegen zu müssen. Flugzeug landen so total easy, aber wenn ich das so auf Druck machen muss, dann ist das schon ein bisschen scary. Also wir bauen noch keinen Druck auf. Ich finde das übel schlimm, wenn du dann in so einer bestimmten Zone landen musst. Ja, das ist halt hier so. Und dann musst du so auf diesen Punkt. Nicht in meinen Sack fahren. Weil dann passiert halt sowas, wie mir das letzte Mal passiert, und es einfach vor mir so ein Zeichen spawnt und mein Flugzeug explodiert. Nein. Weißt du eigentlich, was wir gerade mit deinem Roller anstellen? Hallo, lässt meine Ruhe lassen. Ich will den 70s Boss haben. Also ich wollte den Roller ganz sicher einfach transportieren und dann werde ich hier von der Seite brutal angefahren. Ich schieb jetzt einfach den Redneck durch die Gegend. Ja, yeah, ich hab ihn. Ich hab's geschafft. Wow. Egal, ich will diesen Bus haben. Hui. Puff.
Welle um wurde abgeliefert. Hä, warum hat der Redneck denn Angst vor mir? Jetzt habe ich ihm sein Knie gebrochen. Und nochmal drüber. Vielleicht hat er genau deswegen Angst vor mir. Geil. Tot bist du noch nicht. So. All the leaves are brown. The was müssen wir jetzt machen? Brown, and the sky is grey. Ja! Ja! Oh, guck mal, da steht bestanden. Nice. Fresh. Wer hat Platin? Platin? Wer hat Platin? Aha, aha. Aha. Oh, Japan-Punkte. Aha, aha. Wer hat geflogen wie eine 1 und landete wie eine 2? Aha, aha. Mhm. Aha, aha. Also bitte, so viel Panik, wie du geschoben hast, war es höchstens eine 3, Nino. Na, obwohl, eventuell ist es auch mit Latte 3. Keiner ist gestorben und nichts ist explodiert. Das war schon mal ziemlich gut, würde ich sagen. Ausreichend. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du so landest, egal wie langsam du anfliegst, ne, Hauptsache kurz vorm Landen explodiert einfach alles und du bist tot. Das ist mir halt passiert, so ich flieg halt so mit totaler, mit so total langsam einfach irgendwo gegen und es explodiert. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Habe ich Geld dafür bekommen? Nein. Nein. Ich habe 15.000 bekommen. Sag mir bitte, dass der nächste nicht wieder kostet, dass ich ihn starten muss. Sonst haben wir voll das Problem. Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich jetzt ein großer. Eigentlich, ne? Pro heißt. Das ist gut. Zahl jetzt meine 2.000 irgendwas ein, bevor ich totgeprügelt werde. Ey, ich hab nur einen Schlag gegeben, sofort sind die scheiß Bullen da. Ich wurde überfahren. Als 5.000 bei dir, du solltest das. Geil, ich hab ein neues Sturmgewehr. Ich bin gerade dabei, mein Geld einzuzahlen, aber ich höre schon. Ballern gerade und ausrasten. Ja. So, mein Geld ist eingezahlt. Ich hab die perfekte Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach zum Snackladen fahren? Fuck. Ich fahr jetzt zu irgendeinem Laden und kauf mir Snacks. Ja, kannst du losfahren, Bruder? Meine Fresse. Ich hab warum sind die überhaupt hinter mir her? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Oh, warte, ich hab den Auto, ich hab das Auto geklaut. Ach, ey, voll. Wir haben es schon 6:30 und ich muss jetzt gleich weg. Oh, schäm dich bitte. Was fährst du hier eigentlich mit deinem Fahrrad lang? Wo soll ich sonst rumfahren? Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Au. Au. Ach gut, dass ich einen Helm auf habe im Auto. Das ist gut, das ist immer gut. Weg. Kommt die Batterie. Tell me why. Oh, hey, willst du aufsteigen? Ja. Ja. Hä, ja, das ist die falsche Straße. Ist das überhaupt eine Straße? Ha, das ist neben der Straße. Wir sind fast richtig. Gut, das wollte ich doch wissen. Aber da sind wieder total massive Büsche und das muss jetzt nicht sein. Immer diese massiven Büsche überall. Ja, Mann, die sind so stressig. Massive Büsche. Alter, ich habe keinen Plan mehr, wo ich hinfahre. Oh Mann, ich hab ja Sterne. Warum habe ich dich denn aufsteigen lassen, du Assi? Hä? Ich dachte, die, weil darum? Soll ich absteigen? Nein, seid du okay. Nicht. Die Sterne habe ich so oder so jetzt. Na ja, gut, dann fahren wir jetzt eine Runde Freestyle. Da muss oh yeah! Bam. Das hat's gebracht. Das ist meine ganze Lieblingsbeschäftigung in GTA. Mehr will ich gar nicht machen. Willst du wieder aufsteigen? Ich nein. Kann da nämlich hochfahren. Nein, fahren wir nicht. Ich bin gerade auf der Autobahn gesprungen. Ich bin der King. Da kann ich bestimmt auch rüber. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur mit dem Kopf gegenballern. Okay, du wolltest jetzt keinen neuen Heist mehr, beziehungsweise nicht mehr weiter vorbereiten, Shafi? Ich wollte schon, aber zeitlich wird das, glaube ich, nichts. Ich glaube auch. Wann musst du denn weg? Und wie spät haben wir es? Und wir haben 6:30. Das ist ja beinahe 7. Und wir brauchen eine halbe Stunde zum Sterben. Du hast recht, ja. Mindestens. Ey, Musician, ich hol dich wieder ab. Ich kann nicht aufhören, Musician zu sagen. Das klingt einfach viel zu schön. Ich renne gerade noch von der Polizei weg, dann steige ich gerne auf. Ja, ich habe auch noch 2 Sterne, ist egal. Wäre das aber dann ich fast verloren. Dann, an einem anderen Tag machen, den Rest? Na, sichi. Ja. Oder sollen wir dich jetzt gefangen nehmen? Also meine Sternchen sind weg und deine? Ja, los geht's. Geil! Komm, wir gehen jetzt Snacks kaufen. Wow, ich hab oder ausrauben. Nein, keine Ahnung, ausrauben. Okay. Also wird unsere letzte spannende Tat shoppen sein. Das wird doch schön. Yeah. Da wollte ich gar nicht langfahren. Oh Mann, komm schon. Wow, mein Spiel ist abgeschissen. Sweet. Und wie lange hat es dafür jetzt hier gebraucht? Also länger als das letzte Mal, ne? Hallo.
Tschüss, also, mit dir rede ich nicht. Ihr habt die ganze Zeit geredet, dass ihr rumfahrt, aber ihr standet halt die ganze Zeit da. Oh mein Gott. Was macht ihr denn da draußen? Ich will doch nur einkaufen. Nix, nix. Hi, I'm about to punch out, so. Ach ja. Das Einhorn jetzt. Oh, ist das anstrengend. Erstmal die ganze Zeit Enter drücken. Letzte Mal, als ich hier drin war, glitschte mein Spiel rum und dann war alles furchtbar. E-Cola, Ego-Chaser. Ich bin gerade beim Überlegen, wer das Arschloch war, was das letzte Mal mein Motorrad in den Laden reingeschossen hat. Aber ich hab's total vergessen. Da war ich gerade Klamotten kaufen und auf einmal liegt mein Motorrad da drin. Und zwar hinterm Tresen und ich bin nicht mehr auf mein Motorrad gekommen. Und dann war mein Motorrad für immer verschollen. Und jetzt wurde es geklaut. Du hast keinen Zutritt zu diesem persönlichen Fahrzeug. Assi. Okay. Ja, hier, komm, nehm. Hä, warum ist das ein persönliches Fahrzeug? Achso, weil wir nicht befreundet sind, Musician. Ich glaube deswegen. Haha. Komm, steig zu mir. Nein, jetzt bin ich beleidigt. Denn, Spiele ist ein. Ich hol mir das hier. Spiel noch da. Ich hab's geschafft. Juhu. So. Einladung ist raus. Warte jetzt wieder. Haben wir einen Plan? Nein, eigentlich nicht. Wir hatten eigentlich den Plan, jetzt aufzuhören. Das Ding an der ganzen Sache ist, dass wir uns gerade alle tot fahren. Eine Muckibude, da könnte ich mal hingehen. Zum Armdrücken. Oh ja, lass mal machen. Lass mal Armdrücken hier. Meinst du echt? Ja. Da spiele ich gegen Schaffi. Geht total klar. Das ist gut. Ach nee, der ist rausgeflogen. Ist egal, wir machen jetzt Armdrücken. Wow, ich bin nicht gerade von meinem Motorrad geflogen. Das Spiel fängt schon wieder an, Sachen nicht nachzuladen. Das wäre dann noch mein Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich gehe da. Ja, du bist gleich sowieso raus. So, will einer? Ich wollte gerade sagen, will einer mit mir Arm drücken? Arm drücken. So, ich laufe jetzt auf dem Highway dem Sonnenuntergang entgegen und das wird mein letztes Bild sein, was ich so aufnehme. Meine Fresse, können Leute aufhören, mich anzurufen? So wichtig bin ich doch nun auch nicht. Meine Rede. So, ich hab dich hier eingeladen jetzt. Was? Ah. Außer Gefecht. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt irgendwo eine Nachricht. Er muss mal in den Jobs gucken. Oh, das ja, ist sweet. Arm drücken. Ich habe eine richtig schöne Nachricht von dir bekommen. Alles, was drin stand, war Arm drücken. Yeah. Was für eine wundervolle Nacht. Dann mache ich meine Aufnahme jetzt aus. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss. Und bei mir läuft einfach gerade voll wieder die krasse Musik. Hm. Komm schon. Ich bin mal gespannt. Komm. Soll ich mal hier? Ich habe einen Helm auf. Du nicht. Das ist voll gut, Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ach, indem du schnell AD tippst, okay. Oh, das wird schlimm. Kuckelklicker, Achtung. Meine Damen und Herren, das war meine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss. Oh, was? Der Neger zieht dich ab, der Neger zieht dich ab, der Neger zieht dich ab. Der Neger zieht dich ab, 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 der Neger zieht dich ab. Nein. Komm schon. Doch. Der Neger zieht dich ab, der Neger zieht dich ab. Meine Finger tun weh. Meine auch. Auf die Wand. Komm schon. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ja, komm schon. Willst du mich verarschen? Oh, ich bin müde. Mir tun so die Finger weh. Nein. Sag mal A und D abwechselnd drücken oder gleichzeitig? Abwechselnd. Gut. Es tut so weh. Jetzt. Die Armen. Ja. Ohne Witz jetzt, das ist echt grauenhaft. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Das tut weh wie beim echten Andrücken. Bestimmt so ein Super Saiyajin. Komm, ich hab keine Lust mehr. Wollt ihr bei meinem Luftrennen mitmachen? Nein, bloß nicht. Mach ich alleine. Ja, tu es. Sehr schön. Ey, wir haben letztens ein Fahrradrennen gemacht, ne? Alter, das war so langweilig. Fahrradrennen sind halt auch total furchtbar. Es tut so weh. Ah!
Au! Oh, das ist wie Test Your Mic bei Mario Kombat X. Das ist total schlimm. Au, au, au. Das zieht so im Arm. Ja. Ich wüsste, wenn ich jetzt eine Sehnscheidenentzündung bekomme, ist das richtig traurig. Die hatte ich, als ich Donkey Kong Country Returns gespielt habe. Was? Wenn man das mit der Wiimote spielen kann. Das war furchtbar. Nein. Komm schon. Warum klickere ich immer mit beiden Armen? Wie dumm ist das eigentlich? Oh, es wird einfach niemals was passieren. Ich habe auch das Gefühl, du kannst es gar nicht voll beeinflussen, weil manchmal habe ich einfach aufgehört zu drücken. Ja. Bam, der Nigger hat gewonnen. Oh, nee, immer war die Luft raus. Oh, nicht nochmal, das kannst du so knicken, nee, das tut so weh. Ja. Oh, war mal nett. Das sollten wir öfters machen. Ich glaube mit... Ins gegenseitig verschwitzt anbrüllen. Ja. Yeah. Nein! Und jetzt bin ich plötzlich im Ladebildschirm. Ja, ist in Ordnung. Damit beende ich jetzt die Aufnahme. Mal gucken, was danach kommt. Cheerio und schön, dass der ganze Rest mitgemacht hat und Schaffi abgehauen ist. Jo. Mhm. Ciao. Tschüss.